Ganz herzlich willkommen zum Türchen 3. Heute geht es um die Selbstregulation und um einen Vagustest, was du selbst auch ausprobieren kannst. Kurz zusammengefasst, als Selbstregulation beschreiben wir genau die Fähigkeit, unsere Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen auch in stressigen oder herausfordernden Situationen zu steuern. In der besinnlichen Weihnachtszeit, die oft von Hektik und hohen Erwartungen geprägt ist, kann es besonders hilfreich sein, verschiedene Techniken zur Selbstregulation zu nutzen, um innere Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Eine Möglichkeit, sich selbst zu regulieren, besteht natürlich darin, den Vagusnerv zu aktivieren. Dieser wichtige Nerv spielt eine entscheidende Rolle bei der Beruhigung unseres Nervensystems, indem er unser parasympathisches Nervensystem unterstützt und aktiviert. Du kennst höchstwahrscheinlich schon diesen Ausdruck und du weißt, dass es neunte und längste Hirnnerv ist, welche sowohl einen vorderen Strang als auch einen rückenseitigen Strang in unserem Körper aufweist. Heute geht es hinter diesem Türchen um unseren vorderen ventralen Vagusnerv. Ja, wenn unser Vagusnerv nicht so richtig funktioniert, dann gibt es verschiedene mögliche Symptome. Woran kannst du das erkennen, dass womöglich der Vagusnerv bei dir nicht aktiv ist? Es können zum Beispiel Kopfschmerzen, Schwindel, starke unerwartete Schweißausbrüche dabei sein, Nackenprobleme, depressive Verstimmungen, Schlafstörungen, du bist häufig erkrankt oder du hast Konzentrationsstörungen oder sogar Brain Fog, Tinnitus, Schluckbeschwerden, Verstopfung, Durchfall, Magenübersäuerung. All diese Themen und Beschwerden können die Folge von einem inaktiven Vagusnerv sein. Und diese gesundheitlichen Einschränkungen, die ich jetzt genannt habe, können auf eine Vagusproblematik hinweisen, jedoch können natürlich auch andere Ursachen mit einer Rolle spielen. Was aber entscheidend ist, wenn du mehrere dieser Symptome bei dir beobachten kannst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass an deinen Problemen der Vagusnerv auf jeden Fall beteiligt ist. Ohne drein, wenn der Vagustest, was du gleich ausprobieren kannst, positiv ausfällt, dann hast du schon mal wirklich eine sehr solide Basis für die Grundannahme, dass ein Vagustraining dir von Nutzen sein könnte. Ja, der folgende Test geht um den vorderen, also um den ventralen Anteil des Vagusnervs, welcher uns auch ermöglicht, dass wir sozial aktiv sind, dass wir motiviert sind, dass wir uns bewegen, dass wir auch Freude empfinden können und insgesamt auch vital empfinden. Das nennt sich auch Social Engagement, Teil vom Vagusnerv. Und jetzt die Beschreibung von diesem Vagustest. Jetzt darfst du den Mund aufmachen. Ja, wie das? Dazu werden wir nämlich deinen Mund in den Raum ausleuchten. Und im Mittelpunkt von diesem Test steht die Beobachtung des eigenen Gaumenzäpfchens bzw. seiner Positionierung. Denn ein Teil des Vagusnervs innerviert, also versorgt das Gaumenzäpfchen. Das heißt, dass das Gaumenzäpfchen hat eine Verbindung zum Vagusnerv. Und die benötigt es auch, damit es überhaupt in der Lage ist, seine Funktionen zu erfüllen. Unter anderem, zum Beispiel maßgeblich auch daran beteiligt, dass du Laute bilden kannst, also sprechen kannst, artikulieren kannst, aber ebenso am Schluckvorgang. Und jetzt ist sicherlich einleuchtend, warum du manchmal ein Kloß im Hals hast oder dir wortwörtlich die Sprache verschlägt und du nicht mehr sprechen kannst. Im ersten Schritt kannst du in diesem Test jemanden als Assistent organisieren, ob das dein Partner ist oder jemand, deine Freundin, deine Eltern.
dann braucht ihr auch auf jeden Fall eine Taschenlampe. Wenn das alles gut organisiert bereitstellt, dann kannst du mal den Mund öffnen und einen lauten und etwas längeren Geräusch machen. Denn bei diesem Geräusch bewegt sich ja auch nochmals, ja, unser Gaumenzäpfchen und kann sich auch nochmals die Chance bekommen, dass diese Versorgung, diese Innervation vom Vagusnerv passiert. Ja, der Assistent leuchtet dann in deinen Gaumenbereich und leuchtet deine Mundhöhle aus und achtet darauf, wie dein Gaumenzäpfchen gestellt ist. Welche Stellung hat denn das? Ist es irgendwie schräg oder kann auch vielleicht geradeaus nach unten hängen? Es ist wichtig, dass ihr eine barrierefreie Sicht habt auf das Gaumenzäpfchen und einen Zungenspachtel oder was ähnliches könnt ihr auch verwenden, damit diese Sicht wirklich frei ist und deine Zunge etwas vielleicht sogar nach unten drücken. Und dann bei einem optimal funktionierenden Vagusnerv erwartet euch folgendes Ergebnis. Im Idealfall ist dein Gaumenzäpfchen ohne Abweichung zur rechten oder linken Seite gerade nach unten gerichtet ist. Finden wir dies so vor, dann können wir wirklich davon ausgehen, dass der Vagus diesen Bereich ausreichend innerviert, also versorgt und aktiv ist und eine gewisse Reaktionsfähigkeit aufweist. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass all die Beschwerden, die ich am Anfang aufgezählt habe, womöglich eine andere Ursache haben können. Wenn mit der Innervation des Vagusnervs etwas nicht stimmt und nicht ganz in Ordnung ist, dann ergibt sich hingegen folgendes Bild. Und zwar, dein Assistent wird etwas sehen, indem dein Gaumenzäpfchen seitlich abweicht und entweder deutlich nach rechts oder eben nach links leicht verbogen ist. Das heißt wiederum, dass die Versorgung durch den vorderen Vagusnerv etwas gestört ist und dass du höchstwahrscheinlich einiges für deine Selbstregulation tun kannst. Bin ganz gespannt, was die Ergebnisse deines Tests sind und teile das auch gerne in den Kommentaren. Und jetzt zu diesem Test möchte ich dir auch einen kleinen Vagusübung mit auf den Weg geben und den führe ich dir jetzt vor. Ich lade dich dazu ein, dass du jetzt mit einer oder mit beiden Händen hier deinen Brustkorb berührst. Häufig ist es so, dass wenn wir erstarrt sind, immobil sind und wir uns nicht motivieren können, dass wir in einer gebeugteren Körperhaltung sind oder wenn wir auch sehr, sehr hektisch sind, dann sind wir auch eigentlich gar nicht bei uns. Ich möchte dir jetzt eine Technik zeigen, wodurch du durch eine eigene, ganz sanfte Berührung deinem Nervensystem das Signal geben kannst, dass jetzt die Zeit der Entspannung ist. Indem wir unsere Aufmerksamkeit von außen nach innen kehren und gleichzeitig diese ganz sanfte Berührung, und dazu sage ich gleich was, ausführen, wird der Körper wahrnehmen, dass herunterfahren soll. Das heißt, dass du aus einem Zustand von Sympathikus in Parasympathikus wechselst. Du kannst bzw. sollte deine Hand offen sein. Du schließt es nicht, sondern du legst hier auf deinen Brustkorb und zwar nur so leicht, dass dein Körper das kaum wahrnimmt. Wenn du das hier getan hast und du spürst, dass du deine Haut oder deinen Körper berührst, du kannst auch ohne Klamotten, ja, du kannst einfach auf deine nackte Haut deine Hand auflegen und zwar so, dass du vielmehr vielleicht sogar nur die Wärme deiner Hand spürst, aber keinen Druck verspürst. Also du spürst nur, dass diese Berührung ganz nah ist
und dass eben dein Körper das gerade nur wahrnimmt. Wenn du möchtest, dann kannst du ausprobieren, dass du ein ganz, ganz langsamer kreisliche Bewegung machst. Du kannst dabei auch, wenn du magst, deine Augen schließen oder vielleicht vor dir, einen halben Meter vor dir auf dem Boden, einen Punkt dazu aussuchen und deine Aufmerksamkeit gleichzeitig zu deinem Körper nach innen bringen und diese ganz langsame Bewegung machen. Es wäre gut, dass du diese Bewegung, wie gesagt, mit einer oder mit beiden Händen vielleicht erstmal nach außen streifend, ja, machst und ganz langsam tust, damit sich hier dieser Bereich tatsächlich auch aufatmen kann, damit die Schultern, die ja auch so oft angespannt sind, nicht wahr, nach hinten streifen und du dich öffnest. Das ist ja das, was dann bei Parasympathikus passiert. Wir können uns plötzlich wieder öffnen. Also nochmals die Hand, nur damit du vielleicht deine Wärme spürst, die herlegen und ganz, ganz langsame und kreisliche Bewegungen, dass du hier durchführst. Das kannst du aber auch an anderen, ja, Körperflächen, auf anderen Körperflächen ausführen, je nachdem, wie es dir ist. Wenn du hier die Unruhe spürst oder wenn du zum Beispiel sehr Scham verspürst, kannst du den Körper erspüren und genau dort, ja, diese regulierenden Bewegungen ausprobieren. Es sollte mindestens 5 Minuten lang gehen, damit du auch wirklich das Nervensystem nach und nach dann nach unten fährst. Viel, viel Freude dabei. Und bis zum nächsten Türchen. Gabriela.